Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Sprint to Glory. Für die heutige STG geht es nach Portugal und wir nehmen Benfica Lissabon. Aber was wäre so eine Sprint to Glory ohne eine richtige Challenge für das Video? Denn wir wollen im heutigen Video natürlich am Ende die Champions League gewinnen, aber auf diesem Weg dahin ausschließlich ehemalige Benfica Lissabon Spieler verpflichten. Also Spieler, die den Verein vor Jahren, vielleicht auch nur vor einem Jahr verlassen haben. Diese dürfen wir also ausschließlich im heutigen Video verpflichten. Und da gibt es auch wirklich etliche Namen, die wir im heutigen Video also zurückverpflichten können für jegliche Position eigentlich auch. Ob das jetzt ein João Felix für den Sturm ist, Ederson und Jan Oblak auf der Torhüterposition, Renato Sanches fürs Mittelfeld, Ruben Dias für die Innenverteidigung und viele weitere, die ihr also gerade auch schon im Hintergrund auf dem Wunschzettel seht, die wir also im heutigen Video auch noch sehr wahrscheinlich verpflichten werden. Bevor wir jetzt mal so richtig loslegen, Freunde, vergesst ihr da draußen nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Vor allen Dingen, wenn ihr mehr von solchen Challenge-STGs sehen wollt, schreibt doch gerne Vorschläge für weitere STGs, Karrieresimulationen, Karriererettungen und so weiter in die Kommentare. Like gerne Vorschläge hoch, Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt also endlich rein. Sprint to Glory mit Benfica Lissabon. Das Ziel ausschließlich ehemalige Spieler verpflichten und am Ende des Videos also den Henkelpott gewinnen. Wir starten rein. Let's go! Um jetzt dann aber mehr als einen Spieler von der Liste, die ihr gerade gesehen habt, verpflichten zu können, brauchen wir auf alle Fälle erstmal mehr Budget. Dementsprechend müssen wir jetzt natürlich Spieler verkaufen. Ich habe alles auf die Transferliste gehauen, was eben einiges an Wert hat, vielleicht auch ein bisschen älter ist, das heißt nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial, aber auch eine Darwin Núñez als Beispiel, weil der eben auch einiges an Kohle bringt. Vorbereitungsturnier und Verkäufe abgeschlossen, damit sind wir jetzt also bei 200 Millionen Budget fast. Verkauft haben wir jetzt also unter anderem Núñez für 71 Millionen, Otamendi für 14, Rafa für 35, Vinicius für 15, Pizzi für 20, dann noch Seferovic für 13 und zu guter Letzt Yaremchuk ebenfalls für 13. 13,7. Gehen wir jetzt also rein in den ersten Ex-Spieler, den wir verpflichten wollen, Renato Sanches. 25 Millionen und João Mario im Tausch reichen da völlig aus für Lille und damit haben wir jetzt also mit Renato Sanches den ersten Ex-Benfica-Spieler geholt. Zurückgeholt, wohl eher. Neuen Innenverteidiger soll es auch geben, das könnte Victor Lindelöf sein, der ebenfalls sein Comeback feiert. Da reichen 21 Millionen und Jan Vertonghen im Tausch aus, um also Lindelöf zu verpflichten. 80er Gesamtstärke, klar, kein oder so gut wie gar kein Potenzial mehr, aber ich glaube, wir können noch ein bisschen was machen aus dem Jungen. So, und jetzt müssen wir irgendwie taktisch überlegen, wen wir noch verpflichten könnten. Ich überlege gerade eine Kombination noch aus Semedo und vielleicht die beiden Stürmer hier zu holen, Gedesch und Jovic. Mal gucken, ob das klappt. Und damit feiert jetzt also auch Luka Jovic sein Comeback hier bei Benfica Lissabon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Mann überhaupt großartig da gespielt hat oder nicht einfach nur verliehen wurde an Frankfurt und dann eben auch weiterverkauft wurde. Aber er stand bei Benfica Lissabon mal unter Vertrag und jetzt also wieder. Junge, dann lass dich einmal den Assistenztrainer, die beiden letzten Spieler hier verhandeln und ja, der verkackt einfach mal beide. Perfekt, Junge. Offensichtlich darf man hier also in dieser Sprint to Glory nichts dem Zufall überlassen. Ich regle es also selber und damit machen wir also die Verpflichtung von Nelson Semedo perfekt. Und auch Gonçalo Guedes kommt jetzt also zurück zu Benfica Lissabon. Ist, glaube ich, von da aus ja zu Paris unter anderem gewechselt und seitdem jetzt also Stammkraft bei Valencia. Jetzt also das Benfica Lissabon Comeback. Damit haben wir jetzt also in dieser allerersten Transferphase 5 Spieler zurückgeholt, nämlich Renato Sanches, Victor Lindelöf, Luka Jovic, Gonçalo Guedes und zu guter Letzt Nelson Semedo. Aber darum soll es auch nicht gehen. Wir haben jetzt also hier vorne in der Doppelspitze Jovic, Guedes, Sanches im Mittelfeld neben Weigel, Lindelöf in der Innenverteidigung, Semedo als Rechtsverteidiger und damit steht jetzt also auch unsere erste Mannschaft. Damit ist jetzt für den allerersten Sommer alles getan und erledigt, würde ich mal behaupten. Unser Budget, so gut es geht, ausgeschöpft. Wir springen rein in den Kalender, in die Simulation und sehen uns also zum Ende der Saison wieder im Juni 2022. Geld haben wir sowieso keins mehr für irgendeinen krassen Neuzugang, deswegen simulieren wir direkt zum Schluss. Wahrscheinlich gewinnen wir gegen Chelsea, Digga. Hä? Warum jetzt Ajax? Digga, das kann doch nicht wahr sein. Wir gewinnen jetzt bitte nicht in der ersten Saison die Champions League. Digga, hallo! Was ist das denn? Ja, perfekt, Digga! Perfekt! Challenge nach einer Saison geschafft! Geil! Mai 2022 Champions League Finale. Ich lasse es einfach weiter simulieren, weil nee, das war jetzt eigentlich nicht Ziel und Sinn des Videos. Ja, immerhin haben wir das 2-1 verloren. Was war das bitte für eine Saison? Wir sind nicht mal Meister geworden in Portugal, aber waren im Champions-League-Finale. In welcher Welt bitte? Ja, Pokal in Portugal haben wir auch nicht gewonnen. Im Halbfinale sogar gegen Martimito, Timitao, Chimichao, Tiki-Taka ausgeschieden. Madeira, vor allem von Simon Unge oder was? Aber dann Champions-League bis ins Finale gekommen. Halbfinale gegen Barca 4-3, Viertelfinale 2-1 gegen Ajax, Achtelfinale 4-2 gegen Chelsea. In der Gruppe weitergekommen, Bayern wird Dritter. Also, nee.
Nee, der, das wird mir hier gerade ein bisschen zu viel des Guten. Ja, und das war die Mannschaft, die es einfach mal geschafft hat, bis ins Champions-League-Finale einzuziehen. Keine Ahnung wie, aber ja, die haben es einfach mal gepackt. Champions-League-Finale, von den Entwicklungen her, Jovic plus 3, Gedesch, wenn mich nicht alles täuscht, auch plus 3, Sanchez sogar plus 4, richtig wild, Lindelöf auch plus 3, obwohl er 27 ist, Vlachodimos im Tor auf 83 hoch, also von den Entwicklungen her läuft es auch echt stabil. Damit ist die erste Saison finito, wir haben 5 Spieler zurückgeholt und starten jetzt also mal, würde ich sagen, in Saison Nummer 2 rein. Lieber Benfica-Vorstand, ich brauche Geld. Wir können nicht mit 20 Millionen Ex-Spieler zurückholen. Das funktioniert nicht. Ja, immerhin mal 80 Millionen. Also das ist definitiv eine Summe, mit der wir schon vielleicht einen Spieler immerhin mal zurückholen können. Ja, jetzt haben wir ein kleines Dilemma. Wir haben Spieler auf der Liste wie Tavares, Waldschmidt oder Cristante, die uns null weiterhelfen. Auf der anderen Seite halt Spieler wie Silva, Oblak, Cancelo, die uns mies weiterhelfen, aber halt auch mies teuer sind. Mit Gedson Fernandes hätten wir dann übrigens auch einen Kandidaten, der den Verein jetzt, glaube ich, in echt in diesem Sommer Richtung Besiktas verlassen hat. Aber weil FIFA ja keine Laien mit Kaufoption mit drin hat, haben wir ihn eben hier am Start. Und ist quasi auch so ein Ex-Spieler, der zurückkommt. Ich habe jetzt also die folgenden Kandidaten auf die Transferliste gehauen. Unter anderem Vlachodimos, Weigel, Florentino, Jota, wie auch immer, Verissimo und zu guter Letzt Ramos. Mein Ziel ist es hoffentlich, Ruben Dias und vielleicht auch Jan Oblak noch daneben zu verpflichten. Eigentlich ist Jan Oblak Ziel Nummer 1 und Ruben Dias eher Ziel Nummer 2, aber mal gucken. Ey, die Vereine sind auch solche gierigen, geizigen. 21,3 Millionen für Jota, das nehmen wir an. 17,6 für Florentino, nehmen wir an. Weigel zum ZDM, macht ihn das besser? Ja, eine Gesamtstärke. Nehmen wir mit. Ist mehr Budget, sag ich schon, mehr Wert. Nehmen wir mit. Ey, Junge, das kann doch nicht sein, dass die immer alle direkt ablehnen. Was ist denn los mit den Vereinen? Ja, danke. 50 Millionen für Verissimo. Endlich. Newcastle United, ich küsse eure Herzen. Ja, komm, Leute, 47 Millionen. Wir können Weigel theoretisch immer noch zurückholen. Zählt dann auch als Ex-Spieler. Nehmen wir an, ich brauche halt das Geld. Ja, 60 Millionen Vlachodimos für Jan Oblak. Atletico nimmt es direkt an. Ist vielleicht auch nicht gut, weil ich hätte weniger bieten können, aber nehmen wir mit. Let's go, Freunde. Der Deal ist unter Dach und Fach gebracht. Ein mieses Upgrade für die Torhüter-Position von Vlachodimos. Jetzt also zu Jan Oblak. Uff, Digga. Und jetzt müssen wir irgendwie Ruben Dias holen. Ich hoffe, es klappt. Walla, Krise. Ich taste mich mal ran, Freunde. 120 Millionen Weiterverkaufsgebühr. 201 Millionen. Das war's komplett. So, Bruder. Nächstes Angebot. 126 und Gilberto obendrauf. Ein Wahnsinns-Rechtsverteidiger. Das müssen die doch eigentlich... Ja, müssen die nicht annehmen. Ist auch klar. Müssen die natürlich auch nicht. Ist auch ein Scheißangebot gewesen. Ich habe Gonçalo Ramos angeboten. Der ist fast 30 Millionen wert. Pep muss überlegen. Ja, natürlich reicht's nicht. Mir gehen langsam die Alternativen an Angeboten aus. Das ist die neue Option. 25% Weiterverkaufsgebühr. Thomas Tavares, 135 Millionen. Hammerangebot. Reicht nicht aus. Dementsprechend müssen wir uns einen Alternativplan überlegen. Irgendwas richtig Gutes, weil wir haben jetzt, glaube ich, keinen vernünftigen Innenverteidiger. Okay, Leute, der Alternativplan heißt, Brian Cristante verpflichten und den Mann zum Innenverteidiger umformen. Und daneben könnten wir vielleicht genug Geld für Bernardo Silva haben. Da ist Pep dann immerhin verhandlungsbereiter und wir kriegen ihn sogar für 112 Millionen. Das ist natürlich ein Deal, den verhandle ich selber und damit machen wir ihn also perfekt. Bernardo Silva kommt zurück zu Benfica Lissabon. Was ein Upgrade. Und da kommt jetzt also auch Brian Cristante, bei dem ich wirklich hoffe, dass wir ihn zum Innenverteidiger umformen können, weil sonst haben wir ein kleines Problem. Ah, ja, perfekt, Digga. 60 Wochen braucht der Mann, bis er Innenverteidiger wird. Also das war ein Transfer für die Cuts. Und damit steht jetzt also auch die Mannschaft für die zweite Saison. Allzu viel haben wir nicht verändert. Es sind eigentlich nur Oblak im Tor dazugekommen. Bernardo Silva auf dem linken Flügel jetzt, beziehungsweise linkes Mittelfeld. Und gut, mein Plan war ja eigentlich, Cristante hier in die Innenverteidigung zu setzen. Aber das hat leider ja auch nicht so gut geklappt, wie wir gerade eben gesehen haben. Heißt also, ja, es bleibt eigentlich quasi bei 2 Neuzugängen. Es wird also wieder Zeit, Freunde, für ein weiteres Mal Kalendersimulation. Und dieses Mal also mit 2 neuen Top-Spielern. Oblak und Bernardo Silva, ich sehe schon Real und Lazio in der Gruppe. Das wird sehr interessant. Monaco auch noch. Also eine richtig krasse Champions-League-Gruppe. So wollte ich es eigentlich sagen. Wir sehen uns zum Juni 2023, jetzt also zum Ende der zweiten Saison wieder. Ich denke mal nicht mit dem Champions-League-Finale. Also würde mich schon stark wundern bei dieser Gruppe. So, wir sind angekommen, Mai 2023, zum Ende der Saison. Dieses Mal ohne Champions-League-Finale, wie man schon sehen kann. Wir haben sogar die Bayern im Achtelfinale besiegt, aber dann war gegen Mailand Schluss. Und ja, Pokalfinale, wie man sehen kann, haben wir auch gerade verloren. Beste Leben. Dafür aber die Liga gewonnen, relativ eindeutig. 8 Punkte Vorsprung vor Sporting, Porto nur Vierter und wir eben ganz eindeutig Erster.
Pokal hatten wir ja gerade im Elfmeterschießen nach einem 0:0 verloren und zu guter Letzt die UEFA Champions League. Da waren wir, wie gesagt, im Viertelfinale. Mailand war der Gegner, im Halbfinale dann von Paris rausgehauen. Die wiederum haben die Champions League auch gewonnen. Ach ja, und unsere Gruppe haben wir tatsächlich als Erster überlebt. Aber ist auch wirklich eine sehr, sehr spannende Gruppe, muss man sagen. Mannschaft hat sich auf alle Fälle wild entwickelt. Sanchez mittlerweile bei einer 86, Oblak bei einer 91, Semedo 83. Wir haben, okay, Fernandes 80, aber Cristante dafür jetzt als Innenverteidiger mit einer 83. Wir haben Silva, der auch auf eine 88 gestiegen ist. Vorne Gedesh, der Shootingstar dieses Videos gefühlt bisher, mit einer 90. Jovic daneben 84, hat auch immerhin schon mal sein Potenzial erreicht und ja, Rest der Gesamtstärken seht ihr ja selber. Damit jetzt also auch die zweite Saison vorbei. Ich habe das Gefühl oder die Angst, dass wir jetzt für diese dritte Saison kein krasses Budget haben, aber das werden wir herausfinden. Ich habe gerade, glaube ich, kurz gesehen, dass Paris die Conference League gewonnen hat. Perfekt, Digga. Auf in Saison Nummer 3. Bitte enttäusch mich nicht, bitte enttäusch mich nicht, bitte enttäusch mich nicht, bitte enttäusch mich nicht. Ja, okay, 70 Millionen, damit kann man was anfangen. Ist gut, ist stabil. Voller Krise, wir können keinen Spieler kaufen und bleib liegen. Der erste Verkauf der neuen Saison, Gonçalo Ramos verlässt uns für 70 Millionen in Richtung Milan. Ich schwör's euch, Leute, mit City verhandeln ist immer so Krise. Ey, Digga, jetzt immer noch nicht mit Pep und City und Diaz und och, Mann, es klappt einfach nicht. Wir kriegen diesen Spieler niemals. Diaz wird niemals wieder zurück zu Benfica kommen. It is what it is, Freunde. Oh, 110 Millionen für Luka Jovic zahlt dann jetzt tatsächlich Manchester City. Also Geld ausgeben können die. 100%. Anstelle von Jovic holen wir jetzt aber einen unfassbar miesen Baller mit Joao Felix, der jetzt also sein Comeback feiert. Keine Ahnung, was den Mann oder Jungen damals gerissen hat, zu Atletico Madrid zu gehen. Aber jetzt ist er wieder zurück. Er ist home und er wird wieder rasieren. It is what it is. Und statt das Geld jetzt noch zu versuchen, irgendwie in Diaz rein zu pulvern, ich glaube, das klappt sowieso in keiner Welt. Wir haben jetzt noch 90 Millionen übrig. Holen wir einen Backup für die Stürmerposition. Raúl de Tomás von Espanyol Barcelona. Dahin hat ihn Benfica vor nicht allzu langer Zeit hinverkauft. Und jetzt holen wir ihn wieder zurück. Ich schwör's euch, Leute. Wenn wir einfach nur noch einen wilden Rechtsmittelfeld hätten, dann wäre die Mannschaft, ja okay, gut, Fernandes ist ja auch nicht perfekt. Aber abseits davon wäre es echt wild. Damit ist für diesen Sommer mal wieder alles getan. So sieht jetzt also die Mannschaft aus. Zwar natürlich noch nicht perfekt, aber wir arbeiten dran. Ich denke mal, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre werden wir eine richtig wilde Ex-Benfica-Truppe da zusammen haben. Wir springen wieder rein in die Kalendersimulation und sehen uns also zum Ende dieser mittlerweile dritten Saison. Also, diese Saison war die Simulation echt ziemlich komisch, muss man sagen. Wir waren auch nur in der Europa League und ich kann euch nicht sagen, ob wir die Liga gewonnen haben oder nicht. Nee, tatsächlich haben wir sie nicht gewonnen. Mannschaft wird immer besser. Wir gehen Richtung teilweise 90er-Ratings in der Startelf, aber 76 Punkte, ein hinter Sporting, beste Leben. Dazu im Pokal, glaube ich, einer der ersten, ja, nee, okay, waren jetzt nicht unbedingt einer der ersten Runden, aber im Viertelfinale rausgeflogen. Und Champions League, mieses Debakel, Gruppendritter hinter Neapel und Man United. In der Europa League dann in der Vorrunde Arsenal als Gegner gehabt und da auch direkt baden gegangen. Und das mit dieser Mannschaft hier, also mal abseits von Fernandes und Gonçalves, ist das echt eine richtig stabile Truppe. Wie gesagt, schon echt viele 90er-Ratings, Oblak im Tor, Felix, Gedesh vorne, Silva bei einer 90, Cristante plus 2 als Innenverteidiger, Lindelöf auch nochmal einen Schritt gemacht, aber ja, irgendwie war das eine ziemliche Flop-Saison, leider Gottes. Von dem restlichen Geld habe ich jetzt also noch ein paar Verträge verlängert, mühsam teilweise in die Verhandlungen reingegangen, um ein Jahr zu verlängern, aber dafür haben wir das Ganze jetzt gemacht. Über 50 Millionen sind auch noch übrig geblieben, also ich hoffe auf stabiles Budget jetzt für die vierte Saison. Immerhin 104 Millionen jetzt also für die vierte Saison. Ich habe auch tatsächlich einen kleinen Plan für diese Saison, wo wir vielleicht auch diese Mannschaft letztendlich wirklich komplett fertigstellen können. Also zumindest so nach meinen Vorstellungen. Zuerst brauchen wir einen fetten Verkauf und den holen wir rein mit Raúl de Tomás für 82 Millionen. Nachdem wir ihn ja erst letzte Saison verpflichtet haben, verkaufen wir ihn jetzt also an Arsenal. Dafür holen wir jetzt auf der anderen Seite Joao Cancelo, einer der besten Außenverteidiger und wahrscheinlich vielseitigsten Spieler aller Zeiten und jetzt auch neue Nummer 7 bei Man City. Und mit seiner Vielseitigkeit möchte ich ihn ganz gerne zum zentralen Mittelfeldspieler machen. Auf jeden Fall ist das hier dann also mein Plan, Freunde. Wir haben Thomas Tavares, der hat sich gut gemacht als Außenverteidiger, dafür, dass er auch eigentlich immer nur Spielzeiten als Backup hatte. Macht den neuen Linksverteidiger. Grimaldo wird den neuen Rechtsmittelfeld bzw. Linksmittelfeld machen. Silva dann der neue Rechtsmittelfeld. Cancelo neben Sanchez hier im zentralen Mittelfeld und ganz vorne Felix und Gedesh. Das ist jetzt also erstmal der Plan. Mal gucken, ja.
Das ist also der Plan, Freunde. Wir haben Thomas Tavares hier als Linksverteidiger, Silva als neuen Rechtsmittelfeld, Grimaldo rückt auf den linken Mittelfeld vor, Cancelo im Zentralmittelfeld neben Renato Sanchez und ganz vorne im Sturm eben Felix und Guedes. Bis alle Spieler erstmal ihre neue Position erlernt haben, dauert es jetzt aber noch ein bisschen. Und damit ist sie jetzt also komplett. Die Mannschaft, die jetzt also als schwächste Gesamtstärke nur noch die 81 von Tavares hat, und ich hoffe ja, wie gesagt, dass der Junge sich mit 23 auch noch gut entwickelt. Es wird also wieder Zeit für Kalendersimulation. 75 Millionen hätten wir theoretisch noch zur Verfügung. Wir simulieren jetzt aber erstmal sogar zur Hälfte der Saison, nur zum Januar 2025. So, angekommen zur Hälfte der Saison. Aktuell spannender Kampf in Portugal, also egal wie gut unsere Mannschaft ist, wir können uns dann nicht irgendwie großartig behaupten, punktgleich aktuell mit Porto und 2 vor Sporting. Im portugiesischen Pokal noch drin und die Konkurrenz sieht nicht gerade stark aus. Und zu guter Letzt die UEFA Champions League, unser Gegner ist Leverkusen im Achtelfinale. Wir sind, glaube ich, auch Gruppenerster geworden, so sieht's aus, gegen Piemonte durchgesetzt, Sparta Prag und Galatasaray als Gruppenerster, sogar ohne Niederlage. Und das hier ist die Mannschaft gerade. Semedo leider verletzt, ist ein bisschen Krise, aber ansonsten okay, Tavares auch nur 17 Bissigkeit. Ich weiß nicht, was der Assistenztrainer da treibt, aber ansonsten von den Entwicklungen her läuft es weiterhin echt stabil. 3 Monate ist Semedinho noch verletzt, ey. Krise. Damit ist jetzt erstmal für die Hinrunde alles gesagt, Freunde. Wir springen wieder rein in den Kalender, in die Simulation und sehen uns also im Juni 2025 zum Ende der 4. Saison. Komm, Bruder, nicht gegen Leverkusen. Ja, danke. Immerhin gegen Leverkusen weitergekommen. Bayern. Ach, das war's komplett. 1-1 und Rückspiel verlieren wir bestimmt. Nee, oh mein Gott, wir gewinnen's. Barca. Oh, warum so schwere Gegner jedes Mal? Das war's jetzt aber, oder? Barca. Ja, oh mein Gott, Digga. Mai 2025. Wir stehen auch im Pokalfinale. Das simulieren wir hier noch im Kalender. Aber viel wichtiger ist, dass wir im Champions League-Finale stehen gegen den FC Liverpool. Ja, Mann, Alter. Nach der ersten Saison, wo wir auch im Finale standen. Warum auch immer. Jetzt also in der 4. Saison. Endlich aber auch mit einer richtig geilen Mannschaft. Zuerst der Blick noch auf die anderen Wettbewerbe. Pokal haben wir gewonnen. Liga auch mit wirklich deutlichem Abstand. 14 Punkte auf Sporting. 85 Zähler am Ende und eine eindeutige Meisterschaft für Benfica. Die haben aber, glaube ich, jetzt auch nur in 4 Saisons 2-mal gewonnen. Also auch verrückt. Und das hier ist also die Mannschaft, Freunde. Ich bin mehr als nur zufrieden. Also Semedo, gut, der hat auch einen Kreuzbandriss, ist auch um 1 gesunken in der Gesamtstärke auf 83. Tavares macht sich auch langsam, aber sicher als Linksaußenverteidiger. Ansonsten halt hier überall 90er-Ratings, ne, mit Felix, mit Guedes, mit Silva, Sanchez, Cancelo, auch die Innenverteidiger definitiv über ein Potenzial entwickelt, Oblak im Tor mit einer 93, also bis auf die Außenverteidiger, auch gut, Semedo, wie gesagt, verletzt gewesen, ist das schon echt eine richtig stabile Truppe. Mit dieser stabilen Truppe gehen wir jetzt also rein ins Champions League-Finale gegen Liverpool, die unter anderem, ja, Militao neu dazugeholt haben, Milenkovic, wer auch immer das ist, Goretzka, Soboschlei, Sosa in der Linksverteidigung von Stuttgart, auf ins Olympiastadion und ins CL-Finale. So, dann wollen wir mal. Nachdem es ja gefühlt in der ersten Saison schon geklappt hätte, fast mit einem Champions-League-Sieg. Wir waren im Finale, jetzt aber definitiv verdienter von der Mannschaft, also definitiv verständlicher da ins Champions-League-Finale. Ja, perfekt. Stabiler Fehlpass von Felix. Ja, einzuziehen jetzt mit dieser Mannschaft hier. Gehen wir rein ins Spiel und auf in die erste Szene. Können wir vielleicht auch mal den Ball haben, Liverpool? Offensichtlich nicht. Na, nächste gelbe Karte, scheiße. Aber egal, vielleicht kommen wir so mal an den Ball. Komm, Bruder, Felix, jetzt vielleicht ein langer Ball für Guedes, aber der landet wieder bei Felix, komm auf Sanchez, Renato ist Leckbachin, ja, 1-0, wir haben gefühlt noch nie den Ball im Spiel gehabt, aber 1-0, der erste Spieler, den ich, glaube ich, geholt habe in dieser Sprint to Glory, Renato Sanchez mit der Nummer 7 und dem 1-0, ganz, ganz wichtig, ganzes Spiel ruckelt einfach des Todes, super Wirrwarr, der Ball landet irgendwie wieder bei Felix, dann bei Sanchez und der eiskalt in Stürmer Manier. Nein, oh nein, oh nein. Tavares gegen Salah. Nein, wie schnell ist der bitte im Vergleich? Der muss doch auch schon 100 Jahre alt sein. Nein, bitte nicht. Und Guedes gefühlt die einzigen Spieler mit Tempo hier in dieser Mannschaft und sie nehmen die Liverpool-Verteidigung auseinander. Mann, geil gespielt. 31. Minute, 2-0. Der Shootingstar schlechthin Joao Felix. Wie gesagt, Leute, er ist back. Er ist nicht mehr unter den Fängen von Diego Simeones Antiterrorismus-Fußball gefühlt, sondern jetzt wieder bei Benfica. Und hier wird schöner Fußball gespielt und da macht man auch mal ein paar Tore und Vorlagen mehr. Och, Oblak. Nein. Och, Semedo. Wichtig, Bernardo. Ja, Junge, hol ihn dir. Jawohl. Und Konterfahren. Und Konterfahren. Mit Alejandro. Mit Alejandro. Ale Alejandro. Nein, bitte. Es wäre so schön gewesen. Ach, nein.
Haha, Grimaldo, Junge. Oh mein Gott, Grimaldo, Digga, was hast du für ein Tempo? Was hast du bitte für ein Tempo? Holy shit! Grimaldo, Digga! Flanke in die Mitte! Felix! Oh, der macht einen Seitfallzieher! Der geht nicht rein aus 2 Metern Entfernung gefühlt! Nein, jetzt bitte kein Karma, bitte kein Karma, bitte nicht direkt Instant Karma! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ja! Den Gnadenstoß. Jetzt setzen wir den Gnadenstoß. Sanchez, Tor 3-0. Oh, ja, nein, halt's Maul. Ich hab den Ball selber reingeköpft. Ey, was? Das gibt's doch gar nicht. Und Liverpool freut sich hier, als wäre es einfach, keine Ahnung, das 4-0 von denen. Ey, ich wollte so einen richtig chilligen Pass mit meinem eigenen Spieler zu Oblak machen hier. Aber nee, ja. Scheiße, Digga. Wurde halt absolut nichts. Felix dann 2. Mal auf der Anzeigetafel. Ja, macht Grimaldo vielleicht noch eins? Oh, ich will unbedingt irgendwie am Keeper vorbeikriegen. So mäßig. Ja, faul! Schiri! Elfmeter, ja, wollte ich auch schon sagen hier. Wahrscheinlich gibt's für sowas Vorteil. So, Jan Oblak darf sich auch noch verewigen. Oh, mache ich den überhaupt rein so? Ah, ja, stark. Scheiße. Und damit ist das Spiel jetzt also abgepfiffen, Freunde. Benfica Lissabon gewinnt nach keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich glaube, die haben schon mal definitiv die Champions League gewonnen. Aber es ist bestimmt Jahrzehnte her. Wir haben es also hier im heutigen Video geschafft mit ausschließlich ehemaligen Benfica-Spielern, die wir also hier im Video zurückgeholt haben und mit denen also letztendlich auch am Ende des Videos die Champions League gewonnen. Freunde, das soll es also an der Stelle gewesen sein. Von der heutigen Sprint to Glory mit Benfica Lissabon ausschließlich ehemalige Spieler geholt. Champions League gewonnen. Freunde, ich verabschiede mich an der Stelle. Wünsche euch auch noch einen wunderbaren Tag. Vergesst nicht den Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Challenges sehen wollt. Schreibt doch gerne Vorschläge mit weiteren Challenges, die ihr sehen wollt. STGs, Karrieresimulation, Rettungen und so weiter und so weiter. Like gerne Vorschläge hoch. Abo könnt ihr nicht vergessen, um mir keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und in dem Sinne, Freunde, ich verabschiede mich. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir hören uns in alter Frische wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.